Meine Mutter hat sich so Sorgen gemacht. Und die war jede Nacht bei mir im Zimmer und hat geguckt, ob mein Herz noch schlägt. Und dann waren wir auch noch was essen. Kekse standen am Tisch. Und ich war dann, ich so, nee, Tada, du musst noch ein bisschen Diät machen. Das ist noch nichts, was du da hast. Genau. Und dann habe ich gar nichts gegessen und ich war auch stolz auf mich, sozusagen, die Essstörung. Und dann am Abend haben die gegrillt, meine Familie. Dann habe ich was gegessen, aber meine Bedingung war, ich mache dann direkt Sport. Natürlich habe ich mich dann wieder nicht gespritzt und mein Blutzucker ging dann bei 500, also ging bis zu 500. Sie hat mir dann geholfen und dann wollte ich mich hinlegen, aber ich konnte nicht mehr, weil ich Atemnot hatte. Und dann hat mein Vater gesagt, komm, wir gehen raus spazieren. Und ich war so in Angst um mich, also wirklich, ich dachte, ich habe mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Also es war halt so, dass ich gedacht, okay, Pelle, was hast du gemacht? Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Podcast-Folge, meiner 19. Podcast-Folge vom Happy, Healthy and Confident Podcast. Und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Lina und ich bin ganzheitlich zertifizierte Ernährungsberaterin, Fitnesstrainerin und Health Coach und zudem Erfahrungsexpertin auf dem Gebiet der Darmgesundheit, der Schilddrüsen- und Hormongesundheit und von Essstörungen. Und ich habe heute einen Special Guest bei uns, und zwar die liebe Pelda, die sich gleich auch nochmal selber vorstellt. Aber um das mal so ein bisschen vorwegzunehmen, die liebe Maus war übergewichtig, hat mit Binge-Eating stark zu kämpfen gehabt, ist dann in eine Anorexie gerutscht mit Diabetes, also ganz schlimm Diabetes hat sie gehabt, wo sie auch eine sehr, sehr schlimme Situation schildert, bei der sie hätte sterben können. Also wirklich ganz krasse Sache. Und wir sprechen über ihre Sportsucht, wie sie angefangen hat zu kompensieren, sich das Essen verdienen zu müssen. Wir sprechen über Extremhunger und was es mit ihr gemacht hat, gerade in der Zeit, als sie vom Normalgewicht ins Untergewicht gerutscht ist, weil sie von Therapeuten oft nicht ernst genommen worden ist, weil sie eine Essstörung hatte, aber im Normalgewicht war. Und auch erzählt sie von ihrem persönlichen Klickmoment und man sie verstanden hat, okay, meine Vergangenheit endet hier und ich gehe jetzt in mein neues Leben. Und da erzählt sie, und ihr war es auch ganz wichtig, dass wir nochmal auf das Thema eingehen. Wie werde ich denn vom Aschenputtel zur Prinzessin? Wie komme ich raus aus dieser Opferhaltung? Und wie gehe ich endlich für mich los? Und darüber haben wir dann auch gesprochen. Und wie gesagt, im Fokus steht für mich persönlich ihre grandiose Geschichte, denn ich durfte sie begleiten. Sie war 8 Wochen bei mir in meiner 1:1 Mentoring-Begleitung und ich bin unglaublich stolz auf sie. Allein, dass sie das Kalorienzählen direkt abgelegt hat, also die App gelöscht hat, wie wir das mit dem Sport hinbekommen haben, wie wir ihre Blutzuckerwerte verbessern konnten, wie sie eine bessere Verdauung bekommen hat. Sie ist auf dem Weg, ihre Periode wieder zu bekommen und lauter solche Sachen werden wir hier nochmal sprechen. Und ganz gleich, in welche Richtung du vielleicht auch Probleme mit dem Essverhalten hast. Ob du sagst, okay, eher restriktiv Diäten, ich habe viele Regeln, Verbote, Extremhunger. Oder auch in die andere Richtung, ich kompensiere mit Essen. Ich habe vielleicht Essattacken, Essbrechattacken. Oder ich kompensiere auch mit Sport. Das sind alles Themen, die wir ansprechen. Auch die ganzheitliche Gesundheit. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Freude. Und ich bin einfach so unendlich stolz. Und falls du sagst, du möchtest das auch und du möchtest auch Unterstützung, schau mal oder hör mal bei meiner letzten Podcast-Folge vorbei, die Nummer 18. Da lüfte ich mein Geheimnis, denn die Warteliste, die Tore für meine LT Coaching Food Freedom Academy ist endlich offen. Und da habe ich ihr auch noch ein kleines Geschenk gemacht. Und ich freue mich, wenn ich vielleicht auch bald deinen Namen auf der Liste lese. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe heute einen Special Guest im Podcast, und zwar die liebe Pelda aus meinem Mentoring. Und ich erzähle gleich, um welche Themen wir heute so sprechen. Aber erstmal hätte ich gesagt, begrüßen wir die liebe Pelda im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und bin super gespannt auf diese Folge. Aber ich weiß, es wird ganz großartig. Und ja, übergebe gleich mal das Wort an dich, falls du dich vorstellen möchtest, für alle, die dich noch nicht kennen. Ja, gerne. Hallo, liebe Lina. Ich freue mich erstmal, dass ich heute hier sein darf und mit dir ein bisschen sprechen darf. Ich bin Pelda, ich bin 16 Jahre alt und bin bei der Lina im Mentoring-Coaching.
Und ich habe seit 2014 jetzt Diabetes, habe mit der Vergangenheit noch zu kämpfen, mit Essen, also seit meinem Leben, also seit meiner Kindheit, beschäftige ich mich sehr mit der Ernährung und generell. Und ja, habe auch mit Essstörungen zu kämpfen. Und genau, ja. Genau, mit diversen Essstörungen sogar. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Ich habe mir auch schon einen Zettel parat gemacht, über welche Themen wir heute sprechen. Denn du hattest ein Anliegen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema, okay, wie finde ich meinen eigenen Weg? Bleibe ich in dieser Opferhaltung? Bleibe ich hier stehen, wo ich jetzt bin? Oder gehe ich wirklich den Weg aus dieser Aschenputtelrolle, aus diesem Selbstmitleid, aus diesen Essstörungen, aus den Depressionen in mein neues und freies und selbstbestimmtes Leben? Und weil Vergangenheit auch einfach irgendwo Vergangenheit ist. Und ich denke, das ist bei dir so mit das Hauptthema, dass man die Vergangenheit nicht mit in die Zukunft nimmt. Und ich weiß selber von anderen Frauen aus meiner Betreuung, aber auch so von Instagram und Co., wie viele an sich selber zweifeln und da Probleme haben, für sich selber loszugehen, weil sie es sich nicht wert sind oder weil man die Angst so festhält, obwohl Angst eigentlich immer ein Zeichen davon ist, dass du aus deiner Komfortzone kommst. Oder wie siehst Ja, du das? ich sehe das genauso. Also ich habe ja wegen meiner Vergangenheit auch, darüber sprechen wir, glaube ich, auch später nochmal, war ich sehr in dieser Opferhaltung. Also ich habe gesagt, ich schaffe das nicht und es geht nicht und ich komme da nicht mehr raus. Es war übel schlimm. Also wenn ich danach darin, Entschuldigung, wenn ich da darüber nachdenke. Und ja, also ich weiß nicht, es ist halt, seitdem ich auch bei dir bin, habe ich gemerkt, okay, ich gehe raus aus dieser Opferhaltung, ich gehe für mich jetzt los, ich setze mich jetzt an erster Stelle und lass mal das andere hinten an und tue das jetzt für mich. Und ja, ich schaffe das. Also wenn es alle anderen schaffen, warum soll ich das nicht schaffen? Ja, und gerade du bist so eine starke junge Frau. Und wir haben ja auch telefoniert und ich habe so die Unsicherheit schon gemerkt. Aber man hat gemerkt, du möchtest und du hast keinen Bock mehr auf die Essstörung. Und das war unglaublich schön. Und dann auch mit dem Diabetes, der hat ja sehr zu schaffen gemacht. Noch immer, es wird langsam besser. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Und gerade das Thema, ja, Thema Opferhaltung, das stimmt schon. Da versinken ganz, ganz viele, weil jeder mal denkt, oh Gott, ich bin hier alleine und ich finde da keinen Ausweg. Ich bin so dieses eine einzige Ausnahmeeinhorn, sage ich jetzt mal, das keinen Weg für sich findet. Aber das stimmt einfach nicht. Und da ist deine Geschichte eigentlich das Beispiel für. Und du hast öfter mal so Hallo-Wach-Momente gebraucht, wo ich dir wieder gezeigt habe, hey, du bist wichtig und du darfst deine Meinung äußern. Du hast auch schwere, ja, schlimme Erfahrungen in der Therapie zum Beispiel gemacht. Und ich hätte jetzt einfach gesagt, wir starten jetzt mal bei dir und du darfst einfach mal erzählen, wer du so bist und was du so durch hast, weil bei dir hat es ja angefangen schon relativ früh in der Kindheit mit einem ungesunden Essverhalten, Übergewicht, Mobbing war ein großes Thema und so hat sich das so seinen Weg gebahnt, auch mit dem Diabetes, gell? Ja, also ich erzähle jetzt einfach mal. Und zwar, es war halt so, dass ich schon sehr, als ich noch klein war, also ich kannte keine ausgewogene, gesunde Ernährung. Ich habe viel Süßigkeiten gegessen, viel ungesund. Und weil ich es einfach nicht kannte, weißt du? Ja, also wenn ich so da drüber nachdenke, es war echt krass, ja. Aber das war halt so, dass es auch also meine Mitmenschen, meine Familie, also das hat ihn auch getroffen, weil meine Mutter da, ich und meine Mutter nicht so mehr die starke Bindung hatten. Sie hat mich auch leider mir Dinge verboten, also Lebensmittel. Und da hat man natürlich noch mehr den Drang dazu, die zu nehmen, weil wenn man sich was verbietet, dann kommt das ja automatisch, dass man es dann noch mehr will. Und ja, generell, das war dann in der Familie ein großes Thema. Ich war auch übergewichtig. Ich war immer die Dicke, sag ich jetzt mal. Ja, das war halt so. Und dann kam auch noch Diabetes dazu. Und da war meine Mutter dann auch noch mal mehr an, also noch mehr, wie soll ich das sagen? Ja,
Noch Mehr Strom. dahinter, gell? Noch mehr dahinter. Und gerade so das Thema Lebensmittelneutralität ist ein großes Ding, weil warum ist es jetzt das gesunde Gemüse und nicht einfach das Gemüse? Warum erlaubt sich die Mama jetzt ausnahmsweise mal ein Eis, statt dass es einfach ein Eis ist? Warum gibt es einen Cheat Day und warum ist es nicht einfach die Pizza? Und dieses Unterteilen in gesund und ungesund und diese Verbote, und dann, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, mit Belohnung, wenn du was gut gemacht hast. Hast du damit Erfahrung? Eigentlich nicht. Also, da ich ja jetzt in Bezug auf Lebensmittel, also Essen, da ich ja 24/7 halt Süßigkeiten sozusagen gegessen habe, gab es so nicht, ja, wenn du das jetzt machst, dann kriegst du diese Süßigkeit, deine Lieblingssüßigkeit. Das gab es nicht. Also, ja. Wenigstens ist das mal weggefallen, aber die Verbote reichen und gerade dieses ganz, 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 ganz strenge, das hat sich wahrscheinlich auch nicht gut angefühlt für dich, oder? Gar nicht. Also das war halt auch so. Also ich weiß, dass meine Mutter das nicht mit Absicht gemacht hat, weil sie kannte es selber nicht. Dazu komme ich auch später nochmal, weil das in der Kultur bei mir jetzt zum Beispiel ein großes Thema ist. Die wissen das nicht. Also die verstehen nicht, was Essstörungen sind und was einen in einem vorgeht. Das ist so traurig eigentlich. Aber genau, als ich dann auch Diabetes bekomme, war es ja noch schlimmer. Auch bei den Ärzten, die haben, statt mir zu helfen, mich nur angemeckert. Warum isst du so viel? Warum gehst du nicht raus? Warum tust du das nicht? Aber keiner hat wirklich gefragt, wie kann man dir helfen? Helda, willst du reden? Das war, ja, also das spüre ich immer noch. Das tut mir ja immer noch so weh. Das tut mir auch Genau. weh, wenn ich es immer wieder höre. Das ist so schlimm. Da ist so ein kleines, verletzliches Mädchen eigentlich, das vielleicht auch schon Gefühle kompensiert hat mit Essen und gar nicht so richtig weiß, okay, wo ist denn mein Problem oder was ist denn mein Problem? Was passiert hier mit mir? Und eigentlich sehne ich mich nur so sehr nach Liebe. Und das ist für mich jetzt auch, wenn ich es wieder höre, so ein richtiger Schrei deines inneren Kindes, das sagt, hey, ich möchte gesehen werden, ich möchte Liebe, ich brauche diese Wärme und Geborgenheit und ganz großes Thema und ganz stark einfach dein Weg auch. Erzähl weiter. Ich bin schlimm. Genau, also das, ja, mit der Familie war es so. Auch Bekannten, ich habe so vieles, also die haben mir so vieles gesagt und ich war ja noch klein. So, zum Beispiel hat meine Mutter dann halt auch zu den Bekannten gesagt, ja, Pella isst zu viel, langsam kaufe ich ihr keine Klamotten mehr. Und das verletzt dann natürlich. Also mein inneres Kind ist da jetzt immer noch. Also genau, mein Vater war eher nicht so. Er hat mich eher beschützt und mir auch immer wieder Süßigkeiten gebracht. Und dann natürlich gab es auch Streit. Was denn auch sonst? Genau, in der Schule war das gleiche Thema. Also ich war auch die, sag ich mal, die kräftiger als andere. Und da wurde ich auch sehr viel ausgegrenzt, im Sportunterricht beispielsweise. Also da war ich immer die Letzte, die gewählt wurde. Und dann, als die Lehrerin gesagt hat, ja, Pella, geh in dieses Team, haben die geseufzt und haben, ja, nee, wollen wir nicht. Die kann gar nichts und das hat mir dann so wehgetan. Und da ich auch diese Selbstliebe nie hatte, also Selbstwert, konnte ich mich auch dementsprechend nicht wehren. Ich wusste nicht, was das ist. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug und das tat mir halt, das tut mir jetzt immer noch weh. Ich weiß, Aber, ich kenne das bei dir immer. Oh Gott, Lina, ich will dich eigentlich nicht stören. Oh Gott, Lina, kann ich das jetzt noch sagen? Oh, Entschuldigung, dass ich so spät schreibe. Hier auch im Podcast schon. Oh, Entschuldigung, du brauchst dich nicht für alles zu entschuldigen. Und das ist auch eine große Botschaft an alle da draußen. Man braucht sich nicht immer rechtfertigen. Man muss sich nicht immer für die eigene Person entschuldigen. Und man darf sich auch mal ein bisschen priorisieren. Und das machst du immer mehr, trotzdem, was dir da passiert ist. Und du hast mir da auch so ein Schaubild gemacht von dir, mit, also dich aufgezeichnet und Stichpunkte reingeschrieben, wie du dich denn fühlst. Und dieses Selbstwertthema ist so riesig, weil ganz, ganz viele immer das Gefühl haben, okay, ich darf keinen Raum einnehmen. Aber trotzdem will man ja gesehen werden. Und das passiert dann schnell mal, dass man so in eine Essstörung reinrutscht. In jetzt die eine oder in die andere Richtung. Oftmals ist es dann wirklich eine Anorexie, weil man hier sich ja unsichtbar macht, um irgendwie gesehen zu werden. Das ist wieder dieser Schrei des inneren Kindes. Ich hole mir diese scheinbare Kontrolle. Ich mache mich unsichtbar. Dann werde ich wahrgenommen, bekomme endlich die Liebe und den Halt, den ich so sehr brauche.
Und ja, Selbstwertthema, großes Ding, aber da bist du fleißig dabei. Ja. Also soll ich weitererzählen? Ja, auf jeden Fall. Ja, und genau, das ging dann halt sehr lange so. Und ja, also auch als ich so 13, 14 war, hatte ich nur, also war ich am Essen und hatte Essanfälle, aber heimliche Essanfälle. Also ich habe sozusagen die Süßigkeiten in mein Zimmer mitgenommen und habe die heimlich gegessen, weil ich mich so geschämt habe und ich wollte einfach nicht mehr, dass meine Mutter mich ja darauf hinweist oder genau, also ja. Und das ging dann halt auch eine Weile. Genau. Und so 2021, 2022, letztes Jahr, war es dann so, ich habe viel mit Bauchschmerzen zu tun gehabt. Und, nee, beziehungsweise, Entschuldigung, ich gehe kurz nochmal zurück. 2020, da war ja Lockdown und dann war das große Thema Glow-up. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast auf Social Media. Und, nee. Aber ich Also, weiß, dass viele in dieser Zeit in Essstörungen gerutscht sind. Also alle haben angefangen, meinst du das damit? Alle haben angefangen, sich ja. gesund zu ernähren und da war ich raus. Nicht meine Welt, ich ziehe da nicht mit. Also, ja, und dann dachte ich mir so, okay, alle machen das, warum mache ich das nicht? Ich habe jeden Morgen Sport gemacht und ich habe dabei geweint. Und ich wollte, und meine Intention dahinter war, ja, ich will das den Leuten zeigen, dass ich auch dünn werden kann, dass ich auch die Dünne sein kann. Ja, und dann habe ich so wenig wie möglich gegessen, aber abends ging es dann mit den Heißungen. Also, das war schlimm. Ich habe sehr viel gegessen, auch heimlich. Und natürlich hat man dann auch keine Erfolge gesehen. Genau. Dann Ende 2021, 2022 war es dann so, dass ich sehr oft im Krankenhaus war wegen meinen Bauchschmerzen, wegen dem Diabetes. Weil das war nicht abgeklärt und ich wurde auch nicht ernst genommen. Aber es war auch so, dass ich diese Krankenhausaufenthalte sozusagen genutzt habe, um dünn zu werden. Weil ich wollte dünner werden, ja. Und dann habe ich da gar nichts gegessen. Ich konnte dort ja im Krankenhaus nicht nach Essen greifen. Ich habe die ganze Zeit das Essen abgelehnt und es wurde dann weggebracht. Dadurch, dass ich auch Diabetes habe, wurde es mir nicht auf den Tisch gestellt, sondern ich musste immer dahin und es auch berechnen und so weiter. Genau, und das ging dann auch so. Und dann war ich letztes Jahr wegen den Bauchschmerzen und halt auch wegen Depressionen, weil ich, ja, also ich wollte mir das Leben auch nehmen. Es war auch so schlimm, keiner hat mich mehr genau ernst genommen. Mein inneres Kind hat geschrien, ich habe geschrien, aber das hat niemand gesehen. Und genau, dann dachte ich mir, okay, ich gebe jetzt die Klinik eine Chance. Ich habe das die ganze Zeit abgelehnt, aber jetzt gebe ich denen die Chance, weil ich wollte sterben. Und ja, leider war es auch so, dass ich da auch nicht ernst genommen wurde. Also die haben gesagt, ich hätte anscheinend Borderline. Die haben andere Patienten besser behandelt als ich, mich. Und ja, also ich habe denen dort auch erklärt, ich gefalle mich nicht. Also wenn ich im Spiegel schaue, dann sehe ich halt die hässlichen Felder, sozusagen die dicke Felder. Und klar, da war ich noch nicht im Normalgewicht, sondern eher ein bisschen im Übergewicht. Und natürlich haben die mich dann nicht ernst genommen. Die so, ja, du kannst keine Essstörung haben, obwohl ich denen das dann erklärt habe und mich geöffnet habe, obwohl das mir schwer fiel. Und ja, das haben die leider nicht ernst genommen. Mich dann auch recht schnell, also so circa 6 bis 8 Wochen war ich da drin, mich dann auch entlassen, obwohl ich gesagt habe, ich bin nicht bereit. Ich kann das noch nicht wegen dem Diabetes und weil es mir psychisch nicht gut geht. Aber die meinen, ja, du bist so eine Drama Queen und dies und das und alles. Und die wollten mich dann als dementsprechend auch entlassen, weil die gesagt haben, du bist ein hoffnungsloser Fall. Also, dir kann man nicht helfen. Und ja, dann bin ich raus und dann, glaube ich, war es so, dass ich September 2022 so langsam in die Anorexie gerutscht bin.
Ja, soll ich weitererzählen oder willst du noch was dazu Es sagen? sind so viele Themen, also gerade, dass du hast eigentlich nur im Außen gelebt und du hast diesen Glow-up für andere gemacht, nicht für dich. Du hast nicht gesagt, ich möchte mich um mich kümmern und mich gesünder ernähren, ein bisschen Sport machen, sondern nein, direkt jeden Tag hau drauf, wenig gegessen und abends dann diese Heißhungerattacken. Und auch das ist so ein typischer Kreislauf. Ich mache das für andere, weil ich möchte der anderen gefallen. Was denken wohl die anderen? Und dann mündet es so in dieser Diätenspirale mit Essanfällen und exzessiv Sport zum Kompensieren. Und alle, die diese Podcast-Folge auf oder dann sehen, werden bereits von der Akademie wissen, die ich launche am 1.8. Ne? Du weißt jetzt schon Bescheid. Da ist eine Akademie draus, wo wir all diese Themen, die wir hier jetzt auch schon besprochen haben, tatsächlich stark thematisieren. Und das fand ich mal wieder so ein richtig, boah, krass, das braucht einfach die Welt, diese Akademie. Das ist der Wahnsinn. Und dann auch bei dir mit der Klinik und mit dem Diabetes, was mir dann als erstes wieder in den Sinn gekommen ist. Eine Essstörung sieht man nicht. Eine Essstörung, die findet hier im Kopf statt. Und wie viele sind total dünn und mager von der Statur? Da könnte ich jetzt den einen oder anderen Bodybuilder nennen, der früher mal dünn war und jetzt plötzlich meint, er hatte eine Essstörung, nur weil andere gesagt haben, er sieht aus, als hätte er eine Essstörung. Brauche ich gar nicht weiter darauf eingehen, denn eine Essstörung, wie gesagt, man sieht die nicht. Die findet immer im Kopf statt. Und Veränderung, auch körperliche Veränderung, beginnt immer im Kopf. Und wenn dein Kopf nicht so weit ist und du nicht sagst, hey, ich gehe jetzt für mich los, ich mache das jetzt für mich, siehe Podcast-Episode Nummer 17, die letzte, da oder jetzt vorletzte, dann, wenn diese rauskommt, da habe ich dieses Thema ganz stark nochmal thematisiert, weil wir leben in so einem. Ich kann das nicht und ich bin es nicht wert. Und das war bei dir auch so extrem. Und ich bin da so stolz auf dich, dass du deinen Wert auch immer und immer weiter erkennst. Weißt du, und da, ach, ich könnte da Stunden drüber reden, glaube ich. Da kommen mir 100 Impulse. Aber jetzt mach gerne weiter. Im September 22, als die Anorexie angefangen hat. Und für alle, die es nicht wissen, eine Anorexie ist eine Magersucht. Genau, also eine Ja. tiefgehende Essstörung. Also dazu kurz noch, es ist traurig, dass die Ärzte sich eher auf das Gewicht fokussieren. Und nicht darauf, okay, was spielt im Kopf? Das ist Klinik, Klinik. Das genau. ist da bei mir wirklich auch immer so. Also nach außen, wenn du 300 Gramm die Woche zugenommen hast, war alles gut. Oder 400, ich weiß es nicht mehr. Hast du kein Fresubin, also diese Trinknahrung bekommen? War das aber nicht, hast es sofort bekommen. Ja, was passiert wieder in dem Kopf von der Person, die Probleme mit ihrem Essverhalten hat, ein Problem eigentlich mit sich hat, tiefliegende Probleme, vielleicht Traumata hat? Die, wie bei mir zum Beispiel, sexueller Missbrauch, Drogen, Gewalt, alles Mögliche in der Kindheit. Was passiert denn mit dem Menschen, wenn man ihm nur sagt, du bist nur was und du bist nur okay, wenn du das jetzt trinkst und wenn du zunimmst, statt dass man wirklich mal hingeht und sagt, hey, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wie kann ich für dich da sein? Was brauchst du jetzt? Und oftmals ist es einfach Liebe. Ganz, wir Menschen brauchen so viel Liebe und diese Liebe dürfen wir erstmal anfangen, uns selber zu geben. Und ich bin da auch fernab von diesem schulmedizinischen System, muss ich sagen. Also ich lebe in zwei Welten. Ich mag diese Extreme nicht. Von wegen, ja, Medizin-Hasser und Medizin-Lover, genauso wie mit High Carb und Low Carb und vegan und Fleisch. Nein, da gibt es eine Mitte und jeder darf so seinen Weg finden. Und ich finde, jedes Problem darf ernst genommen werden. Und es gibt nichts, was man belächeln sollte, und es gibt auch nichts, was schlimmer ist als was anderes. Da hattest du auch das Problem, dass du so gemeint hattest, okay, ja, meins ist ja nicht so schlimm und das ist ja nicht so wild und Aber das wurde mir auch so angedeutet, dass es ja noch nicht so schlimm ist und dass ja gar nichts ist, dass alles in Ordnung ist. Aber ja, also. wie siehst du das jetzt? Also ich habe da das, also für mich ist es immer so, es gibt kein, es ist noch nicht so schlimm. Wenn was da ist und wenn ein was plagt und wenn ein was belastet und dann irgendwie in der Lebensqualität einschränkt, dann ist es schlimm. Ja, das Und stimmt. dann ist du blöde Kuh nicht schlimmer als der Missbrauch bei mir in der Kindheit für mich. Weil ich mir denke, okay, für mich war das schlimm. Für den ist jetzt in diesem Moment das schlimm. Und das braucht man überhaupt gar nicht aufwiegen oder sonst was, weil da gar kein Sinn dahinter steckt. Im Gegenteil, umso früher man anfängt, für sich loszugehen und anfängt, diesen Weg sich zu bahnen, raus aus den alten Gewohnheiten, raus aus der Komfortzone
Umso schneller schafft man es in ein glückliches und unbeschwertes Leben. Ich gebe dir da recht. Also, es ist halt so, davor habe ich gesagt, nee, das ist ja noch nicht schlimm, da es mir auch so vermittelt wurde, nee, das geht noch, ist alles gut. Aber jetzt, wo ich so denke, wo ich jetzt meinen Weg gehe, für jeden ist etwas anderes schlimm. Für mich ist das jetzt schlimm, für den anderen ist das schlimm. Genauso wie du es gerade eben gesagt hast. Und egal, was für den anderen schlimm ist, das soll ernst genommen werden. Und das ist so traurig, dass es in der Gesellschaft anders, also das eine andere Bedeutung hat. Nee, das ist genauso schlimm, aber das andere ist dann nicht schlimm. Verstehst du, was ich meine? Ja, Das macht. ja. Deswegen sind wir heute hier. Ja. Ja. Aber jetzt erzähl gerne mal weiter deine Geschichte, dann steigen wir da nochmal drauf ein. Da merkt man richtig das Feuer bei uns. Also das war dann so, September 2022 hat das so langsam angefangen. Wir haben ein Laufband gekauft und das, und es war halt so, dass ich dann jeden Tag draufgegangen bin. Erstmal so locker und ich war so stolz auf mich, okay, ich mache jetzt Sport und so und habe das dann auch so mit anderen geteilt. Und es ging dann immer weiter und extremer. Also dann bin ich mal, darf ich Zahlen nennen? Ja, Also. Triggerwarnung an der Stelle. Sollte sich jemand von Zahlen getriggert fühlen, dann ist er auf meinem Account eh nicht richtig. Denn ich finde immer, wenn man Trigger hat, die was auslösen, dann sollte man hingucken und daran arbeiten. Denn solange dich was triggert, hast du da noch so eine riesengroße Wunde. Und deshalb bin ich kein Fan von Triggerwarnung. Deswegen mache ich das nicht, weil ich mir immer denke, woher soll ich denn wissen, was andere triggert? Da müsste ich ja immer Triggerwarnung hinschreiben bei allem, was ich tue. Denn für jeden ist was anderes ja so ein Auslöser. Bei mir zum Beispiel früher Brustbehaarung bei Männern, ja, sollen die mit TW jetzt rumrennen? Oder braune Augen bei Männern fand ich ganz, ganz schlimm, weil ich da eben die Erfahrung mit dem sexuellen Missbrauch hatte. Oder Biergeruch, ging gar nicht. Aber das geht halt einfach nicht. Und ich finde, man soll sich damit auseinandersetzen, wenn da was hochkommt und sich professionelle Hilfe holen, sei es jetzt in der Klinik, bei einem Therapeuten, bei dem man sich wohlfühlt, bei mir, bei einer anderen Anlaufstelle. Also da stehen einem die Wege offen, aber bitte, bitte, bitte nicht weggucken. Und jetzt darfst du gerne Zahlen nennen. Ja, also das hat dann erstmal angefangen, so 30 Minuten, habe ich 200 Kalorien verbrannt. Und dann ging es immer weiter, okay, ich bin so stolz auf mich, ich mache da jetzt weiter. 400 Kalorien, 500 Kalorien. Und es ging dann immer weiter, bis ich irgendwann 1000 irgendwas verbrannt habe. Und dann war es auch mit dem Essen und so. Frühstück gab es bei mir zwei Knäckebrotscheiben mit sehr viel Volumen, also Gemüse, Obst. Bisschen weniger Obst tatsächlich, was ich sehr traurig fand, dass ich mich da eher abgegrenzt habe. Ja, und das ging dann bei mir Monate so. Und mit dem Diabetes war es dann auch so, dass ich mich nicht mehr gespritzt habe. Ich habe meine Werte angeguckt, okay, ich bin bei 300. Dadurch, dass ich mich nicht gespritzt habe, mache ich jetzt Sport. Also ich habe mich dann so in die Sportsucht getrieben, sage ich jetzt mal, dass ich jeden Morgen aufgestanden bin, erstmal 30 Minuten Sport. Danach habe ich bis 12 gewartet, habe gegessen, wieder Sport. Danach wieder Sport und dann Abend und dann wieder Sport. Also ich habe mir sozusagen das Essen erst verdient, wenn ich Sport gemacht habe. Und davor und danach, also sonst hätte ich nichts mehr gegessen. Und dann ging es auch mit dem Diabetes. Es war schlimm. Ich hatte Ketone im Körper, also Gift. Ich war auch zweimal im Krankenhaus, wurde wieder nicht ernst genommen. Ich bin ja noch im Normalgewicht, also ist alles in Ordnung. Ich habe es bei den Ärzten angesprochen, ist ja alles in Ordnung. Das ging dann Monate so weit. Ich weiß noch ganz genau, ich war sehr hoch bei den Ketone, also von den Ketone her. Und ich habe keine Luft mehr bekommen. Also es war so schlimm. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich war im Krankenhaus. Die meinten, ja, Pelda, also das ist deine Schuld. Kümmere dich doch um deinen Diabetes. Aber keiner wusste dann, was in mir eigentlich, also was in mir hat geschieht, was für Stimmen in meinem Kopf ist. Und ja, also es ging dann, wie gesagt, Monate so. Ich bin dann auch nicht mehr in die Schule gegangen dadurch. Ich hatte eine schlechte Bindung zu meiner Mutter und meinem Vater.
Weil meine Mutter hat sich so Sorgen gemacht. Und die war jede Nacht bei mir im Zimmer und hat geguckt, ob mein Herz noch schlägt. Dadurch wegen dem Diabetes und auch, weil ich so viel Sport getrieben habe, etc. Ich konnte mich aber meiner Familie nicht öffnen durch meine Vergangenheit und habe dann auch meine Lehrerin mit einbezogen. Sie hat mich ein bisschen verstanden, hat auch mit meiner Mutter geredet. Meine Mutter hat es zwar immer noch nicht ganz verstanden, aber ein bisschen. Aber meine Eltern konnten generell nichts machen. Die konnten mich nicht stoppen. Wir hatten jeden Tag Streit. Und von meinen Geschwistern rede ich erst gar nicht los. Genau. Dann war es mein Endpunkt, also wo ich dann am Ende meiner Nerven war und mein Körper nicht mehr konnte, war im Januar. Ich weiß noch, an dem Tag, bevor ich ins Krankenhaus ging, war es dann so, dass ich morgens erstmal wieder aufgestanden bin, Sport gemacht habe. Ich habe eine kleine Bowl gemacht, so eine richtig kleine Mini-Bowl. Ich dachte, okay, das hält mich jetzt satt. Und dann waren wir in der Stadt, wir waren im Restaurant und dann waren wir auch noch was essen. Kekse standen am Tisch und ich war dann, ich so, nee, Tada, du musst noch ein bisschen Diät machen. Das ist noch nichts, was du da hast. Genau. Und dann habe ich gar nichts gegessen und ich war auch stolz auf mich, sozusagen, die Essstörung. Und dann am Abend haben die gegrillt, meine Familie. Dann habe ich was gegessen, aber meine Bedingung war, ich mache dann direkt Sport. Natürlich habe ich mich dann wieder nicht gespritzt und mein Blutzucker ging dann bei 500, also ging bis zu 500. Ja. Und danach wollte ich Sport machen. Wir hatten an dem Tag Besuch. Das Haus war voll. Und ich bin dann ins Esszimmer gegangen, da heimlich Sport gemacht. Und dann konnte ich nicht mehr. Lina, ich bin gestürzt und ich habe angefangen zu weinen. Ich habe Freunde angerufen, keiner konnte mir helfen. Ich war am Ende mit meinen Nerven. Da habe ich meine Mutter gerufen und sie war natürlich schockiert. Sie wusste nicht, was sie jetzt machen soll. Haben wir meinen Blutzucker gemessen. Und dann stand da HI. HI bedeutet über 600. Magst du mal Und erklären für die Leute, die jetzt das gar nicht kennen, was ist denn so normal? Auf was achtet man denn? Du hast ja Diabetes Typ 1, gell? ja. Also Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Das hat man sein Leben lang. Da ist es halt so, dass ein Blutzuckerwert von 80, ja, ist ein bisschen niedrig, sage ich jetzt mal 90 bis 180 eigentlich noch okay ist, gut ist und es sollte eigentlich in dem Rahmen sein. Genau, bisschen nieder, also unter 80 ist dann nieder und über 180, okay, so langsam geht's hoch. Und genau, und bei mir war es ja dann über 180, teilweise ja über 500, 600. Ich habe mich dann nach meinem Spritzplan gespritzt mit meiner Mutter. Genau, weil sie hat mir dann nicht, also ich habe ihr dann noch gesagt, Mama, ich habe mein Langzeitinsulin nicht eingenommen. Seit Tagen, Wochen habe ich mich auch nicht gespritzt. Und sie hat mir dann geholfen und dann wollte ich mich hinlegen, aber ich konnte nicht mehr, weil ich Atemnot hatte. Dann hat mein Vater gesagt, komm, wir gehen raus spazieren. Und ich war so in Angst um mich. Also wirklich, ich dachte, ich habe mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Also es war halt so, dass ich gedacht habe, okay, Peter, was hast du gemacht? Was hast du dir da angetan? Und Gänsehaut. ja. Und mein Vater war daneben, er hatte so Angst. Er hat es mir nicht gesagt, aber er hatte so Angst um mich, weil ich meine Beine dann auf einmal nicht mehr gespürt habe. Ich habe meine Beine, unteren Beine, ich dachte, es wird jetzt gelähmt, ich konnte irgendwie nicht mehr laufen. Hat mein Vater mich dann irgendwie nach Hause gebracht. Die wollten dann mich ins Krankenhaus fahren und ich habe geweint, so bitte nicht, weil die mich ja nicht ernst genommen haben. Ich wollte da nicht hin. Sei es, ich falle jetzt da tot um, ich wollte aber nicht dahin. Das war wirklich so schlimm für mich. Wir sind aber trotzdem hingefahren, weil meine Eltern teilweise mich gezwungen haben. Sie wollten, dass ich da hingehe, sonst hätte ich die Nacht nicht überlebt. Also die Ärzte meinten, Peter, wärst du jetzt nicht gekommen, hättest du nicht überlebt. Genau, und ich war dann
Am nächsten Tag dachte ich, okay, mir geht es jetzt wieder gut, ich gehe nach Hause. Habe ich dann dem Arzt gesagt, ich will jetzt nach Hause. Und der meinte, nee, du wartest jetzt, bis deine Oberärztin kommt. Meine Oberärztin, Diabetologin. Und da musste ich warten. Ich habe mich darauf eingelassen, ja, ich bleibe 2, 3 Tage. Aber das wurden dann 2 Wochen und das waren die schlimmsten 2 Wochen. Es war dann so, ich habe nichts gegessen. Meine Diabetologin hat sich Sorgen gemacht. Also ich habe schon gesehen, sie hat fast geweint. Genau, sie wusste auch nicht mehr genau, wie sie mir helfen soll. Dann war der Psychologe, der damalige, der mich Drama Queen genannt hat, sage ich jetzt mal, und mich nicht ernst genommen hat bei mir und meinte, ja, Pella, jetzt hör auf mit deinen Spielen. Rede jetzt, sag jetzt, was los ist, ich habe keinen Bock mehr. Genau so hat er mit mir geredet. Und ich so, wissen Sie was? Wenn Sie mich schon früher dann da wie einen Scheiß behandelt haben, mich klein geredet haben und so weiter, warum soll ich Ihnen jetzt erzählen, was bei mir los ist? Dann haben wir das abgebrochen, kam auch das Jugendamt dazu. Dadurch, dass sie meinen, ich habe das in der Familie so. Also wegen meiner Familie habe ich mich runtergehungert anscheinend. Genau. Und es war dann halt auch so, dass die Ärzte das auch nicht mehr toleriert, also akzeptiert haben, dass ich jedes Mal hierher komme. Deswegen haben die auch das Jugendamt eingeschaltet und meinten, die sollen sich jetzt drum kümmern. Abgemacht war dann, ich gehe in die Klinik. Ich entlasse mich und gehe in eine andere Klinik. Deswegen wurde ich auch entlassen. Ich war bei der Psychotherapeutin von mir jede Woche. Wir haben die Klinik besichtigt und ich hatte keine andere Wahl, als in die Klinik zu gehen, sage ich jetzt mal so. Genau, wir haben mich dann auch angemeldet und wir haben dort auch sozusagen ein Kennenlerngespräch gehabt, meinten 6 bis 8 Wochen. Die haben sich gar nicht mehr gemeldet, nach 8 Wochen gar nicht mehr gemeldet. Ja, also die haben sich dann gar nicht mehr gemeldet erstmal, obwohl die gesagt haben, ja, du kommst so gut wie es geht, also so schnell wie es geht da rein. Meine Therapeutin hat sogar dort angerufen und gemeint, ja, können Sie ein bisschen schneller machen, weil es mir nicht gut ging. Und die haben sich dann nach 6 Wochen gar nicht mehr gemeldet und dann dachte ich mir, okay, ich kann das nicht mehr. Ich bin auch. Ich war in dieser teilweise Recovery, weil ich keine andere Wahl hatte. Ich durfte nicht mehr abnehmen. Und dachte, okay, das genügt jetzt, was ich esse. Das wird schon alles wieder. Ich habe auch sehr viele Bemerkungen bekommen übrigens. Ich war auch auf sehr viele Hochzeiten, die meinten dann, oh mein Gott, Pella, du bist so hübscher, du siehst so schöner aus als der früher. Schau mal, wie du jetzt aussiehst. Richtig schön. Genau, dich gibt es ja gar nicht mehr. Auf jeden Fall so, aber ja, hör auf jetzt und so weiter. Aber dann meinten sie, ja, Pella. War die Folge grandios oder war die Folge grandios? Ich bin so stolz auf Sie und habe mir gedacht, wir setzen hier direkt mal einen Cut, so circa nach der Hälfte der Zeit und verlagern den zweiten Teil der Podcast-Folge, ja, in die nächste Folge. Da sprechen wir auch nochmal sehr, sehr viel über diese Diätenspirale, über Ihre Therapeutin, die zu ihr damals gesagt hat, dass sie selber auf Diät ist. Also komische Kommentare der eigenen Therapeuten sprechen wir hier nochmal an. Und sie erzählt nochmal, wie das eigentlich war, dass sie vom Übergewicht ins Untergewicht gekommen ist, wie viele Komplimente sie bekommen hat, dass sie mit Essstörung im Normalgewicht einfach nicht ernst genommen worden ist und wie sie damit umgegangen ist und auch, wie sie es daraus geschafft hat. Und da freue ich mich, wenn du bei Teil 2 dabei bist. Und lass uns gerne mal in den Kommentaren wissen, ob wir Teil 2 dann zeitnah hochladen sollen oder ob du sagst, eher nicht so interessant. Umso mehr Leute abstimmen, umso schneller lade ich es hoch oder eben überhaupt. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch und wir hoffen, wir konnten dir hiermit ein bisschen Mut machen. Freue dich auf zweite Episode, haha. Ist ganz, 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 ganz große Klasse geworden. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal beim Happy, Healthy and Confident Podcast. Trag dich unbedingt auf die Warteliste für meine Food Freedom Akademie ein. Ganz besonders, wir haben den Start das erste Mal dieses Jahr. Es wird ein ganz, ganz tolles,
Programm für Menschen, die einfach Probleme mit ihrem Essverhalten haben. Und zwar egal, in welche Richtung das geht. Und hier verfolge ich auch meinen ganzheitlichen Ansatz, damit du wirklich Flügelchen bekommst und fliegen kannst. Und falls du da noch so einen Einblick möchtest, schau gerne mal auf meiner Homepage vorbei. www.lt-coaching.net/Food Freedom Academy. Hast du alle Infos. Und natürlich auf Instagram, hier auf YouTube, freue ich mich, wenn du mich abonnierst, einen Kommentar da lässt, eine ehrliche Bewertung. Und jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich bin bereit dazu, auch ein bisschen was aus meiner Vergangenheit zu erzählen, weil ich denke, ich kann den Menschen Mut machen und denen auch zeigen, dass es immer einen Weg gibt. Ich möchte den Menschen mitgeben, dass egal, was in der Vergangenheit passiert ist, das ist vergangen und was jetzt zählt, sind deine Taten jetzt, was du jetzt mit deinem Leben anfängst. Und man hat alleine die Entscheidung, geht man jetzt für sich los und wird frei, wird glücklich, hat wieder Freude im Leben oder bleibt man in dieser Haltung, in dieser Opferrolle und was heißt Opferrolle? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und macht gar nichts für sich. Weil man hat selber immer die Entscheidung.